Zeitgemäßes Lernen braucht insgesamt drei Spieler. Es braucht Schüler, die neugierig sind. Die neugierig sind, was zu lernen. Es braucht Lehrpersonen, die nicht im Vordergrund stehen möchten in erster Linie und dozieren, sondern die sich eher als Lernbegleiter sehen, um eben diese neugierigen Schüler zu begleiten beim Lernen. Und es braucht Schulleitungen, die das unterstützen, die nicht eine Lehrperson als die Lehrperson nach dem beurteilen, wie viel sie aktiv im Unterricht etwas macht, ob die Lehrperson jetzt die ganze Lektion aktiv Sachen erzählt, zeigt, hier und PowerPoint und Experiment und so, sondern auch die Lehrpersonen, die eben sich trauen, in den Hintergrund zu treten, um die Schüler im Vordergrund lernen zu lassen, dass die Schulleitungen das sehen und das wertschätzen und das sogar eben fördern. Und dann wird zeitgemäßes Lernen aufblühen können. Ich würde sagen, da sind die Lehrpersonen und die Schulleitungen wiederum ganz wichtig. Einerseits natürlich kann jede Lehrperson selber für sich Sachen ausprobieren, sich Inspiration holen. Es gibt mittlerweile ganz tolle Communities oder Blogs oder Austausch mit anderen Lehrpersonen, vor allem auch aus anderen Schulen. Vielleicht hat man an der eigenen Schule nicht genug Austausch und kann sich so noch mehr Austausch holen. Und durch das Ausprobieren kann man Erfahrungen sammeln und kann diese dann weiter teilen. Und das ist, glaube ich, heute ganz wichtig. Sharing is caring. Das heißt, was man selber herausgefunden hat, das den anderen Lehrpersonen mitgeben. Und das kann wiederum die Schulleitung auch unterstützen, weil die Lehrperson ist häufig in den eigenen vier Wänden vom Schulzimmer ein bisschen gefangen. Und wenn die Schulleitung helfen kann, gute Beispiele sichtbar zu machen und auch andere Kolleginnen und Kollegen zu ermuntern, das auch auszuprobieren oder etwas Neues selber zu testen, dann kann der digitale Wandel gelingen. Natürlich braucht es auch die Infrastruktur, die darf nicht fehlen. Ohne ein funktionierendes WLAN kann ich keine YouTube-Filme streamen lassen. Aber das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt zur Arbeit kommen kann. Ich würde sagen, da braucht es am ehesten Zeiträume. Weil die Lehrpersonen, die hätten ganz viele tolle Ideen, was sie machen könnten, aber es fehlt diese Freiheit, um einfach mal ausprobieren zu können. Als Lehrperson ist man häufig in so einem Korsett gefangen von Lehrplanvorgaben, Stundenplanrichtlinien, Notenabgaben, Notenrichtlinien. Und dieses Korsett ist beeindruckend eng. Also es lässt wirklich nicht so viel Freiraum offen. Es schult auch die Schüler, dass sie hauptsächlich für eine Note am Schluss lernen. Und wenn ich ein neues Kapitel oder ein neues Projekt vorstelle und sage, hey, machen wir mal was ganz anderes. Und die erste Frage, die von den Schülern kommt, ja, ist es benotet oder nicht? Oder wie ist es benotet? Dann ist es eine ganz andere Grundlage. Hingegen, wenn man jetzt wüsste, wir haben jetzt dieses Semester Zeit, um etwas zu tun, was ich als Schülerin, als Schüler spannend fände, relevant fände, was ich mit anderen teilen kann. Das heißt, die Schüler machen das nicht nur für die Lehrperson, sondern für eine ganze Community, wo ihre Arbeit eben sichtbar wird, dann kann Innovation stattfinden. Und diese Freiräume, die man dann Lehrpersonen zur Verfügung stellt, machen es möglich, dass die Lehrperson sich entfalten kann mit all den kreativen Ideen, die den Lehrpersonen so im Kopf herumschwirren. Und der zweite Punkt ist nicht nur Zeiträume, sondern eben auch die Rahmenbedingungen. Das heißt, dass man weiß, es ist okay, wenn das jetzt nicht in den Lehrplan passt. Denn heute geht es viel mehr um die Kompetenzen, die man lernt oder die man erwerben möchte, die man schulen möchte. Und nicht zwingend um Wissen. Wissen kann man sich auch später relativ einfach holen, aber die Kompetenz, wie google ich richtig zum Beispiel, das muss man lernen. Und diese Kompetenzen könnten mehr in den Vordergrund geraten, sodass die Lehrpersonen sich eben auch trauen, Sachen zu machen, die auf den ersten Blick nicht in den Lehrplan, Fachlehrplan passen, aber eben ganz wertvoll fürs Lernen und für den weiteren Lebensverlauf sind für die Schüler.